Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video hier aus Frankreich. Ich bin jetzt noch ein kleines Stück weiter gefahren, nicht sehr weit, 15 Minuten vom Windpark Vanier à Mons. Ja, und bin jetzt hier im Windpark Pays Jussen. Und hier stehen 8x Vestas V110. Auch eine Anlage, die man in Deutschland nicht so sieht, aber sehr beliebt hier in Frankreich. Ähnliches Prinzip wie bei den Envision, also im Vergleich, im Verhältnis zum Rotor, relativ geringe Nennleistung. Also 110 Meter Rotor und 2 Megawatt Nennleistung. Also eine 2 Megawatt Anlage, unwesentlich größer, kleinerer Rotor als jetzt die V112, aber nicht so einen großen Generator. Schön hier direkt vom Sonnenblumenfeld. Ja, und die Anlagen haben 125 Meter Nabenhöhe. Auch wieder alle komplett in Weiß. Ja, also diese Anlagen scheinen in Frankreich doch sehr beliebt zu sein. Großer Rotor. Relativ geringe Nabenhöhe, aber dafür dann halt sehr viele Anlagen. Gibt es ja auch zum Beispiel die Vestas V155 mit 3,3 Megawatt oder die V163 mit 4,5 Megawatt. Das ist alles so das ähnliche Prinzip. Naja, ich werde jetzt mal zu den Anlagen hinfahren und schaue mir die guten mal aus der Nähe an. So, jetzt bin ich ein bisschen näher rangefahren und jetzt stehe ich hier in der Nähe der Anlagen und hier sieht man sie nochmal schön in einer Reihe. Ja, die Vestas V110 ist eigentlich nicht für den deutschen Markt vorgesehen. Genauso wie die V100, V116 und V120. Das sind alles Anlagen der 2 Megawatt Plattform, die aber alle für andere Märkte vorgesehen sind. Also Frankreich hier ist hier auf jeden Fall sehr beliebt. Asien glaube ich auch, Nordamerika, aber jetzt für Deutschland zumindest nicht. Ja, optisch ähnelt sie halt so V90, also 2 Megawatt Plattform. Allerdings hat die einen ganz anderen Kühler. Also die hat halt nicht diesen Kühler, der so einmal drumherum geht, sondern nur oben diesen Kühler drauf. Sieht ein bisschen anders aus. Also auch bei der V90 geht ja der Kühler ist ja an der Seite befestigt und hier ist er halt nur oben. Gut möglich, dass es auch einfach wieder nur eine Maßnahme ist, um Kosten einzusparen. Also bei der sieht man es, V136 zum Beispiel mit 4,2 Megawatt, die hat ja auch einen anderen Kühler als die mit 3,6 und das ist ja auch einfach nur Kosteneinsparung. Ja, und die Anlagen haben 125 Meter Nabenhöhe. Also diese Anlagen, die großer Rotor, aber nicht so große Nennleistung erscheinen in Frankreich sehr beliebt zu sein. Und in Deutschland muss es immer das Größte sein. Es muss immer 6, 7 Megawatt haben. Aber ja, habe es ja im anderen Video schon erwähnt, wie oft wird an einem Mittelgebirgsstandort halt diese Nennleistung überhaupt erreicht. Also höchstens halt mal bei stürmischem Wetter oder im Winterhalbjahr halt, aber nicht im Sommer. Also ein Küstenstandort vielleicht noch, aber nicht so häufig. Also von daher kann ich das schon verstehen, dass es diese Anlagen gibt mit geringerer Leistung, weil der Generator dann halt viel öfter auf seine Nennleistung kommt. Ja, aber wieder cool, mal was anderes zu sehen. Laufen auch echt ziemlich gut heute.
Hätte ich echt nicht gedacht. Wobei der Wind ist auch echt, hat auch echt nochmal aufgefrischt. Also als ich angekommen bin, war es noch super schwül und heiß. Das ist jetzt zwar immer noch, aber wesentlich windiger gerade. Ja, Frankreich ist auf jeden Fall spannend. Da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu entdecken hier. Ja, fahre jetzt mal noch zur Anlage hin und stelle mich mal drunter. Ja, ich stehe jetzt hier nochmal direkt unterhalb von der Anlage. Wie gesagt, 125 Meter Stahlturm. Kennt man ja von der V90 zum Beispiel. Aber ich muss sagen, ich habe schon einige von den V110 hier von der Autobahn ausgesehen in Frankreich und die gibt es auch noch mit kleinerem Turm, ich meine 90 und 95 Meter und da finde ich es ein bisschen cooler. Da kommt der Rotor halt nochmal ein bisschen besser zur Geltung. Wusste jetzt auch gar nicht, dass es die noch mit 125 Meter gibt, aber macht ja Sinn, also 20 Meter mehr hat man halt nochmal, 30 Meter sogar, natürlich eine viel bessere Ausbeute. Ja, die laufen auch ganz anständig heute. Hätte ich echt nicht gedacht bei der Hitze hier. Ja, laufe jetzt nochmal kurz hier zum Turm, mal schauen, ob da noch irgendwas steht. Es sind ja meistens immer noch so ein paar technische Facts und vielleicht wie der Windpark heißt und so. Das ist Anlage 6 hier. Weiß jetzt auch gar nicht, von wann die Anlagen sind. Ja, hier steht jetzt leider gar nichts, also das ist nur so ein Warnschild von Vestas und schade, dass hier gar nicht mal steht, von wann die Anlagen sind und so weiter. Ja, müsste ich dann nachher im Video mal einblenden. Müsste ich dann online nachschauen, aber schöner Blick auf die anderen. Ich finde, das hat schon was. So ganz weiß die Anlagen hier in Frankreich. Ja, ursprünglich wollte ich eigentlich zu einem anderen Windpark fahren, wo 18 von den V110 stehen mit 95 Meter Nabenhöhe. Aber das, ich habe heute ein bisschen getrödelt zu Hause und bin nicht von zu Hause losgekommen. Und dann war es doch weiter hierher zu fahren als gedacht. Mache ich dann bei einem anderen Mal. Aber hier habe ich dann auch noch ein paar V110 gefunden. Ist ja auch ganz cool. So, ich stehe jetzt hier nochmal etwas erhöht und von hier aus hat man nochmal einen schönen Überblick über den Park, über die ganzen Anlagen. Auch eine schöne Sicht in die Ferne. Also auch landschaftlich wieder sehr, sehr hübsch hier. Ja, und im Hintergrund sieht man jetzt die Envision-Anlagen. Hier ist der erste Teil an die Anlage, die, wo sie die Rotorblattwartung gemacht haben, die läuft jetzt auch wieder. Und weiter hier rechts ist dann der zweite Teil. Also sie liegen doch schon ein kleines Stück auseinander. Jetzt ein bisschen Wolken vor der Sonne. Ja, was ich auch nochmal gesehen habe hier bei den V110. Die haben auch, wie die V90, die ich in der Schweiz gesehen hatte, diese Vortex-Generatoren an der Blattwurzel. Hatte ich bei denen das erste Mal gesehen.
haben die regulären V90 eigentlich nicht. Das habe ich da noch nicht gesehen. Ja, richtig schön die Gegend hier, also so ja, rollende Hügel, auch relativ viel Wald. Ja, also Frankreich ist auf jeden Fall spannender als die Schweiz, was Windkraft angeht. Klar, landschaftlich ist die Schweiz halt unschlagbar, aber da gibt es halt nicht viel Windparks. Da ist Frankreich schon etwas spannender. Ja, obwohl Frankreich auch noch einiges aufzuholen hat, was Windkraftausbau angeht, haben halt fast nur Atom und müssen aber auch einfach ein bisschen diversifizieren. Und ist aber auch, glaube ich, gibt auch von oben die Anweisung, dass Windkraft, also Macron will jetzt auch stärker Windkraft ausbauen. Also ich denke, da kommt schon noch einiges die nächsten Jahre. Ja, das finde ich immer cool hier bei den Anlagen in Frankreich, hier immer so ein schönes Blitzen. Coole Tagesbefeuerung. Aber immer nur eine. Eine Leuchte, nie zwei. Ja, jetzt kennt ihr mal wieder eine andere Anlage. Ah, was mir noch eingefallen ist, als ich in Höfsore war, in Dänemark, habe ich ja auch eine V116 gesehen auf dem Testfeld. Wenn ihr euch daran erinnert, ist im Prinzip auch eine ähnliche Anlage wie diese hier. Etwas größerer Rotor halt. Naja, ich werde mich dann an dieser Stelle auch verabschieden, habe auch noch mal einen guten Rückweg vor mir. Und ja, mir ist von der Hitze jetzt echt, bin ich jetzt echt fertig. Im Anschluss habe ich natürlich noch mal ein paar Drohnenaufnahmen für euch. Viel Spaß damit und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.